Google Mail ein Mail mit einem Anhang schicken, also ein Bild oder Word oder irgendetwas. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich bin hier bereits eingeloggt bei Google Mail. Ich gehe hier aufs Plus und schreibe eine neue Mail. Es erscheint hier sofort ein Fenster. Ich tippe hierbei an die Mailadresse ein, p&co@gmail.com. Worum geht es? Also der Betreff Foto Turnfest. Und hier unten der Text. Hier das versprochene Bild. Gruß Pirmin, ich halte mich also kurz und ich kann nun hier unten bei der Büroklammer eine Datei anhängen. Ich klicke auf die Büroklammer, nachher werde ich vom PC gefragt, welches Bild oder welche Datei ich denn gerne mitschicken möchte. Also hier auf die Büroklammer klicken. Jetzt erscheint hier ein Fenster, das häufig zu klein ist. Packen Sie hier unten diese Ecke und zupfen Sie dieses Fenster mit der Dateiauswahl ein bisschen in die Größe. Und jetzt kann ich hier bei dieser PC auf Bilder gehen. Ich klicke hier auf Bilder. Dann kann ich hier in den Unterordnern auswählen, wo ich mein Turnfestbild drin habe. Doppelklick auf das Turnfest, denn hier hat es wieder einen Ordner drin, wieder Doppelklick. Nun möchte ich gerne dieses Bild hier mitschicken. Ich klicke das Bild entweder doppelt an oder ich klicke drauf und sage hier öffnen. Ich weiß, es wird ja nicht wirklich geöffnet, es wird dann angehängt. Öffnen. Und man sieht, jetzt wird es gerade sofort hochgeladen. Sie sehen das hier. Und Google ist wirklich unglaublich. Bei Google kann man Bilder mitschicken, die sind 23 Megabyte groß. Das können Sie sonst fast nirgends, denn Mail-Server meckern so ab circa 10 Megabyte, aber Google ist großzügig. Ich sehe, das Bild ist hier angehängt. Das ist die Bildnummer. JPEG, das ist die Abkürzung für ein Bild. Ich kann das jetzt senden. Achtung und tschüss. Und schon wieder bin ich nicht sicher, wurde das nun wirklich geschickt? Ich gehe wieder auf Gesendet und sehe tatsächlich, an P&Co ging etwas raus und hier ist die angehängte Datei. Natürlich könnte das auch irgendein Musikstück sein oder ein Plan oder irgendetwas, ein Protokoll. Das war's.